Hallo Freunde, Theo und ich sind wieder am Kirkini-Stausee und sie macht gerade ihre ersten Schwimmübungen. Schöne Grüße übrigens von Klaus, der ist dieses Jahr zweifacher Vater geworden. Durch das warme Wasser explodiert hier geradezu das Leben. Es ist unglaublich, Wasserpflanzen und Kleinfische gibt es hier in riesigen Mengen. Ja Cleo, ich lass dich gleich los. Cleo will los, die sieht da hinten Stöcke. Ja, dann schwimm mal los. Es ist einfach toll hier. Ich hätte es mir nicht so schön vorgestellt, als wir das letzte Mal hier waren, waren es noch minus 5 Grad. Und jetzt ist es ein Eldorado. Oh, für Naturfreunde, für Tierfilmer und für Schweißhunde. Schaut euch das hier an. Vor 3 Monaten haben hier noch die Wasserbüffel gegrast. Und jetzt stehen riesige Flächen komplett unter Wasser. Das liegt daran, weil der Stausee jetzt im Juni seinen höchsten Wasserstand erreicht hat. In Bulgarien regnet es gerade gewaltig. Cleo, komm, hierher. Und das ganze Wasser aus den Bergen wird hier in den See gespült. Das bedeutet, dass der Pegel des Sees auf über 4 Meter über normal ansteigt. Und ganze Landstriche stehen komplett unter Wasser. Da hinten war ein großer Viehferch. Da waren die Wasserbüffel drin und die Schafe. Die sind jetzt alle unter Wasser. Die Tiere sind natürlich an Land gezogen. Und das Ganze bedeutet, dass für kurze Zeit, nämlich für 3 bis 4 Monate im Jahr, ein ganz eigener Lebensraum besteht oder entsteht. Speziell für Wasservögel und für amphibisch lebende Tiere. Das Ganze ist einmalig. Und nicht umsonst ist Kirkini einer der schönsten Nationalparks, die wir in Zentraleuropa haben. Ich erzähle euch bald noch mehr. Cleo? Komm, wir gehen. Oder besser, wir schwimmen.